Dann lasst uns jetzt wieder Hauptstory machen. Und ab zum Baum. Ja. Oder so. So geht's auch. Da können wir schon mal 4 von den Dingern abgeben. Jetzt, da du eine Waffe gegen Heimdall hast, müssen wir nur einen Weg zu ihm finden. Ja, wenn das noch der Plan ist. Ist es. Ich beschütze meinen Sohn. Tja, dann ist der ursprüngliche Plan, Ragnarök zu vermeiden, wohl etwas auf der Strecke geblieben. Das entscheidet Odin. Genau das ist es, was mich beunruhigt. Hör mal, was er zu dir gesagt hat. Ist bedeutungslos. Stimmt, doch ich glaube, dass Vergeltung keine leere Drohung ist. Wir müssen alle Einzelheiten überdenken. Jetzt mal nichts überstürzen. Warten wir, ob Sindri erfolgreich war. Okay, ich verstehe es langsam. Okay. Nach unzähligen Stunden verstehe ich es langsam. Geht nicht mehr? Oh, Kinder, ihr seid zu Hause. Das habe ich gefunden. Was für ein lebhafter Haufen. Wir haben offenbar eine weitere deiner emotionalen Erscheinungen getroffen. War allerdings zu nervös, um sich vorzustellen. Ah, das war wohl Sorge. Oh nein, warum redet ihr über mich? Was habe ich getan? Oh, du hättest ihr Geläster hören sollen, schamlos. Was? Oje, oje. Wir haben nicht gelästert. Schäm dich, Bitterkeit. Bist du sicher? Ja, Sorge. In diesem Gespräch gab es keine Schmähungen. Ich habe dich lediglich unseren Abenteurerfreunden hier vorgestellt. Ah, Leute! So, da wären wir. Bis dann, Freunde. Tschüss. Da ist er! Hey, zeig mal den Speer! Sieh dir das an! Was ist? Oh, das sind die Bücher. Ja, hier kann man es besser erkennen. Guck mal, Ratchet und Clank da oben. Und das ist Aloy. Cool. Sie hat sich schon wieder... Wo ist eigentlich die Tür? Hast du Sindri nach Asgard gefragt? Nee, habe ich noch nicht. Ich wollte bloß gucken, was du machst. Oder ist er wieder in der Besenkammer? Jetzt mach endlich! Oh, sieh einer an! Etwas ganz Besonderes. Brauchst du mir nicht zu sagen. Hast du einen Weg nach Asgard gefunden? Nicht wirklich. Ich hatte ein paar Ideen, aber nichts hat geklappt. Also ohne einen Weg nach Asgard, was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich muss nachdenken. Ich bin müde. Müde? Also, ist mit der Dame wirklich nichts Ungewöhnliches passiert? Gar nichts? Absolut nichts. Lief glatt wie Schneckenschleim, wie gesagt. Warum? Hattest du einen Grund zu glauben, dass irgendetwas schief geht? Was? Nein, natürlich nicht. Freut mich, dass alles gelaufen ist, wie geplant. Tja, das ist es. Und es war auch ein echtes Abenteuer. Ich konnte alles zur Natur der Dinge und zur Form der Dinge erklären. Es war ein echtes Motiv. Du erfindest wieder Wörter. Ich sagte, es war ein Motiv und es war wunderschön. Du bist unmöglich. Ah, von allen hier bin ich der Allermöglichste. Zauber. Abklingzeit.
Wannerheim, Glück, Glück, Glück. Niflheim. Abwehr. Erhöht Kratos Nahkampfschaden, wenn seine Gesundheit über 75% liegt. Erhöht den Nahkampfschaden, wenn seine Gesundheit unter 50% liegt, basierend auf seiner Vitalität. Oh, das klingt aber gut. Emblem der Scharfsicht. Gegen Blendung und Benommenheit. Da sind noch ein paar interessante Dinge bei. Was haben wir hier unten noch? Oh ja, wir brauchen wieder... Achso, oh, hä? Ein magischer Schein, der einen mit vollständig hergestellter Rage und etwas Gesundheit wiederbelebt. Drücken Sie im Fall des... Wie kriege ich denn den? Warum kann ich den nicht bauen? Verkaufen Sie den jetzigen Stein. Ach so. Ich habe eine Aufmerksamkeit... einer großen Menge an Gesundheit wiederbelebt. Das wäre ein Berserker mit Rage. Mit vollständig wiederhergestellter Rage. Das heißt, wir könnten dann sofort volle Pulle reinklemmen, Schaden produzieren und dann Leben absaugen. Das wäre eigentlich ein sinnvoller Punkt. So, das können wir verkaufen. Ich verkaufe die mal. Ja, ich nehme den Scheiß. Da bin ich mal gespannt. So. Wir sind müde. Wo willst du denn hin? Schlafen. Also machen wir einfach blind weiter und hoffen, wir laufen nicht schnurstracks in Ragnarök. Ist das dein Plan? Oh, die Ketten kommen wieder. Die Narben.
Alles gut, Lytanda. Kratos. Geht's dir gut? Ist er auch. Ja, ja, ist er. Ist er. Ja, dein Vater scheint gehen zu wollen. Sollen wir? Hierher, Brombeer. Brombeer. Ich glaube, sie war die einzige, die seine Rage im Griff hatte. Also sprich, seine gefühlte Kälte und Emotionslosigkeit. Man merkt es ja hier wirklich in jeder Faser, ja. Also die Szene gerade eben, wo er sich ausgepellt und hingesetzt hat, vor allem, er hat jetzt genau wieder das an den Händen, was er eigentlich schon, an den Armen, was er verloren hatte, ne? Er wird der Alte. In Gänsefüßchen. Zwischenzeitlich waren ja die Narben weg. Die Erinnerung daran. Und die Narben, also die Rücken und Brust, die sind ja vor seiner Verwandlung. Gefallen dir die sanften Wellen, Kleiner? Hm, komme ich gar nicht hin. Dein Vater und ich fahren oft über diesen Fluss. Eines Tages wirst auch du lernen, ihn zu befahren. Wir leben tief im Wildwald. Dem schönsten Wald in ganz Midgard. Hier ist es sicher. Und sehr ruhig. Es gibt reichlich Wild. Ist das nach Erinnerung? Dir an nichts fehlen. Das scheint wie eine Erinnerung zu sein. Traf ich deinen Vater zum ersten Mal. Wir haben uns fast die Köpfe abgerissen. Oh. Doch inzwischen ist er sanfter. Ein wenig. Zu deinem Pech ist er immer noch schrecklich stoisch. Hm. Ich mag das. Hm. Dich sprechen zu lehren, wird wohl meine Aufgabe. Dein Vater lehrt dich das Jagen. Aber vielleicht bleibt das auch an mir hängen. Denn er scheint nur noch knurren zu können. Hm. Hast du deinem Sohn nichts zu sagen? Was soll ich denn sagen, Faye? Irgendwas. Lass ihn deine Stimme hören. Dich kennenlernen. Besser für ihn, wenn er so wenig wie möglich weiß. Wissen muss nicht immer eine Last sein. Man meint, der mächtige Gott des Krieges fürchtet das eigene Kind.
Ich fürchte nicht unser Kind, Faye. Ich fürchte um ihn. Er ist unschuldig. Wir sind nicht unsere Fehler. Wir sind nicht, wer wir waren. Wir müssen besser sein. Und das sagt er auch immer. Hat er von ihr übernommen. Jetzt verschwindet sie. Atreus ist unsere Zukunft. Beschütze ihn, Kratos. Beschütze unseren Sohn. Das Licht macht ihn alt, ne? Genialer Wechsel. Was hat dir die Hand getan? Ich konzentriere mich. Hat mein Vater mir beigebracht. Das klappt? Noch nicht. Und worauf konzentrierst du dich? Meine Gefühle zu kontrollieren. Heimdall versucht, mich aus der Ruhe zu bringen. Ich darf nicht nachgeben. Thor. Thrud, hey. Ganz ruhig. Ja, okay. Du trainierst ohne mich? Ist das eine gute Idee? Training? Also, ich find's toll, aber wird deine Mutter nicht böse sein? Das stimmt. Aber bedenke auch. Nein, das tat gar nicht weh. Nein. Also, Großvater will dich sehen. Oh, Wille. Klar, gut. Hier, dann nimm das. Und, beste Grüße an Sif. Ja, Sif. Und Atreus. Bis später. Und Thrud. Tschüss, Thrud. Jungs aus Midgard sind so seltsam. Hm. Das kann gut sein. Ihr zwei. Was ist da drin? Milchquark. Ist für Mama. So will er helfen. Du musst ins Arbeitszimmer. Bis später. In seinem Arbeitszimmer nach Odin suchen. Der hat doch alles geplant. Gut ausgestattet. Wo fange ich an? So. Auferstehungsstein. Interessanterweise können wir hier
Mal gucken. Ach, siehst du, da müssen wir auch noch was machen. Jeder zugefügte Schaden wird erhöht, wenn die Runenpfeile vollständig verbraucht sind. Verbesserungen erhöhen den verursachten Schaden durch diesen Effekt. Klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht, oder? Deutlich mehr Schaden, das ist egal. Ich meine, ich kriege Schaden, weil die Pfeile alle sind. Equipped sind das hier Schalleinstimmung. Tödliche Detonation. Das kann man lassen. Schallnachbeer. Man könnte die Sachen jetzt hier mal... Den würde ich sogar anlegen wollen. So, Schallnachbeben. Tödliche Detonation. Schalleinstimmung. Ich würde jetzt... wo ist denn der? So. Ach, siehst du, wir müssen noch Fähigkeiten. Zusätzlicher Schaden für Kopftreffer und Siegelpfeile bis in größeren Wirkungsbereich. Hier unten haben wir noch einen. Drücken Sie R2 nach einer Parade. L1 drücken kurz bevor Sie umgegangen sind, Luft zu schleudern. Das nehmen wir mit. Luftschleudern ist gut, weil dann sind sie bewegungsunfähig. Gibt da bestimmt gleich Stress hier. Sifs und Thors Gemach. Zu Hause würden sie ausflippen, wenn sie wüssten, dass ich hier bin. Moment, was mache ich hier drin? Es ist viel komplizierter, als du glaubst. Du brauchst nicht zu wissen, warum Dinge getan werden. Du musst... Ich bin alt genug. Hier geht's nicht um dein Alter. Worum geht es denn dann? Denn zu dieser Zeit wurden Magni und Modi... ...wurden auf den Weg geschickt, der zu ihrem Tod geführt hat. Ich verstehe nicht, weil du's nicht versuchst. Dann hilf mir. Mutter und Tochter. Warum willst du unbedingt denselben Weg einschlagen? Und dann auch noch mit diesem Jungen. Um ihn geht es nicht. Ich... Das ist mein Traum. Hast du denn nie... Du bist nicht irgendeine Hofmagd. Wir sind Asen. Wir haben Pflichten, keine Träume. Und du musst das endlich begreifen. Manchmal hasse ich dich. Ich guck mal kurz. Ah, da ist er. Das Riesendesaster höchstpersönlich. Im Ernst, was ist dein Problem? Mein Problem? Bist du, war das nicht klar? Du kommst hierher, schwenkst große Reden, als ob du uns alle durchschaut hättest. Aber alles, was ich sehe, ist ein verängstigtes Kind, das uns etwas vorgaukelt. Überfordert, völlig allein und sehr, sehr weit weg von zu Hause. Oh, liege ich falsch? Das ist so ein Arsch. Also freiwillig raus... freiwillig nicht. Einfach mal so rausgehen ist hier nicht, ne? Ist wie eingesperrt.